Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute geht es um einen Erfolg bzw. eine Trophäe, künstliche Intelligenz und die Mission bzw. die Trophäe fängt erst an, wenn ihr die erste Nebenmission ein kluger Junge Teil 1 erledigt, und zwar schaltet ihr diese Mission erst ab Kapitel 4 frei. Und zwar wird diese Mission hier angezeigt als ein Fragezeichen. Und dann müsst ihr euch einfach hierhin begeben. Und dann müsst ihr halt nur mit so einem ferngesteuerten Boot einfach mal paar Minen und sowas zerstören. Und dann war es auch schon mit dieser Mission. Und dann nach den 4 und also dann muss man 24 Stunden warten und in der Nacht, bis ihr dann die nächste Mission bekommt. Also ihr müsst erstmal ein kluger Junge Teil 1 erledigen und dann Teil 2. Ein kluger Junge Teil 2 wird dann hier oben stattfinden, und zwar müsst ihr erst 24 Stunden warten und dann erst ungefähr nach diesen 24 Stunden und in der Nacht könnt ihr dann hier die Mission, also ein kluger Junge Teil 2 auf jeden Fall erledigen. Und zwar, ne, wie gesagt, die Mission schaltet ihr erst ab Kapitel 4 frei. Und warum auch immer, Cops mich hinterherjagen, beziehungsweise Gesetzhüter, keine Ahnung, aber naja. Alles klar, dann sehen wir uns gleich dort oben. So, nachdem die 24 Stunden dann, beziehungsweise der ganze Tag um ist, nach der Mission, die ihr gemacht habt, also nach der Mission, die halt hier in St. Denis war, bekommt ihr hier dann Teil 2 von der Mission. Und zwar müsst ihr halt, wie gerade gesagt, 24 Stunden warten und dann in der Nacht dorthin gehen. Also erst nach 24 Stunden, sagen wir es mal so. Und dann halt in die Nacht, wenn die Nacht halt da ist, müsst ihr halt zu dieser Location hier hingehen. Wird natürlich dann auch angezeigt, die Mission. Und dann müsst ihr 48 Stunden warten. Legt ihr euch einfach, keine Ahnung, vielleicht schlafen, geht hier irgendwie so einen Platz, dann schlägt ihr euer Lager auf, dann schläft ihr ein paar Mal und dann kehrt ihr wieder hierhin zurück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ja, bis gleich. So, wenn dann die 48 Stunden vorbei sind, ich bin jetzt wieder hier, und zwar, habt ihr ja gerade gesehen, hier ist eine Waffe, beziehungsweise ist das eine Laterne, die ihr auch mitnehmen könnt, beziehungsweise am besten auch solltet. Und, da gehen wir dann jetzt mal rein. Und dann sollte man schon den Erfolg, beziehungsweise die Trophäe künstliche Intelligenz bekommen. So, an alle, die es ja wissen, in der Mission war ja hier. So, ich habe jetzt die Trophäe bekommen. Und zwar war ja hier dann ein Roboter, die der Professor ja selber erschaffen hat. Und jetzt ist die leider weg und er ist tot. Also schätze ich, dass der Roboter ihn umgebracht hat. Und es steht hier ablegen, Machete nehmen, elektrische Laterne. Ich mag meine Machete zwar, aber man kann die auch ganz normal wieder kaufen. Deswegen, ja. Hier ist dann noch eine Notiz, die kann man auch noch mitnehmen. So gesagt, unsichtbare Wellen, Geisterwellen, geheimnisvolle Wellen, magische Wellen, Wellen, die man nicht sehen kann. Das hieß des Erfinders. Okay. Dann, wenn ihr jetzt hier diese Laterne habt, ich hätte Kopfgeld gesucht, das ist super. Und zwar, wenn ihr diese hier elektrische Laterne habt und euch dreht, dann könnt ihr bei der Lampe sehen, dass sie sich färbt. Und wieso das so ist, wegen einer bestimmten Location, beziehungsweise wegen dem Roboter. Und da sehen wir uns dann jetzt gleich. So, ich bin jetzt hier ungefähr, glaube ich, angekommen, denn hier sind Spuren, die nicht von mir stammen.
Und wenn ich die Laterne hier so längs bewege, wird es halt immer rötlicher und hier ist nichts. Deswegen, ja, muss es dieser Weg sein. Und folgende Spuren, das sind auf jeden Fall nicht meine Spuren. Weil die sehen auf jeden Fall anders aus. Und nicht so, ja. Also es ist auf jeden Fall anders. Ist nicht so menschlich. Ist nicht so mein von John. Halt, und hier ist der Roboter. Dann von Marko Dragic. Ja. Und zwar redet er die ganze Zeit nur Papa ab und zu mal und bewegt so ganz leicht seinen Kopf. Und ja, sonst passiert nichts, aber es ist schon cool eigentlich sowas. Und man kann ihn halt auch erschießen, aber wenn man das dann tut, dann ist er halt tot. Und ja, ich weiß nicht, was ist, wenn man den schlägt. Geht das? Nein. Auf jeden Fall, hier ist dann ja, die Location von dem Roboter. Und ja, die befindet sich ganz genau hier. Und zwar, ja, hier in diesem Schneegebiet. Und zwar würde ich euch raten, hier so ungefähr hochzugehen. Das ist ja hier so ungefähr ist die Stelle, wo man hochgehen kann. Hier so ungefähr. Und ja. Dafür bekommt ihr dann keine Trophäe, natürlich, wenn ihr hier beim Roboter seid, aber dafür dann vorhin, als man den, ja, Marko Dragic tot gefunden hat. Aber das ist auch eine coole Location hier und ja, finde ich super. Deswegen, falls euch dieses Video gefallen hat und auch geholfen hat, gebt dann ein Like und abonniert diesen Kanal, falls ihr keine weiteren Trophäen und auch Videos oder auch Streams verpassen wollt. Und aktiviert natürlich dann noch die Glocke, falls ihr benachrichtigt werden möchtet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video und viel Spaß bei der Trophäe. Ciao, ciao.